Legen wir los, Leute. Legenden Arceus, ja. Da sind wir so in dem Cliffhanger hängen geblieben. Bei das Unheil. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt weitermachen. Ganz klar. Bin ich auch schon ganz gespannt. Vor allem, weil wir da so hängen geblieben sind, kann ich offscreen gerade nichts machen. Oha, der Titelbildschirm. Ja klar, spoiler mich halt direkt. Hä? Lol. Ach krass. Ah ja. Das sieht ja schon mal sehr interessant aus. Sehr viel versprechend. Schauen wir mal rein. Was erwartet uns heute? Naja, das Unheil halt. Das wird ein sehr unheilvoller Stream. Gucken wir mal. Huch, da sind wir ja schon. Genau, es hat letztes Mal einen riesen Rums gegeben. Aber ich glaube, ich ziehe mich mal um, oder? Ich würde tatsächlich gerne das Standard-Outfit nehmen. Das wäre Forschungsmütze, gell? Ja. Hey, wo ist es denn? Hä? Wo ist es denn? Wo ist denn? Ach so, das ist wahrscheinlich direkt hier. Forschungsuniform. So ist es nämlich. Genau. Ja gut, die Schuhe können wir ja so anlassen. Cool. Cool. Besser. Wollen wir mal rausgucken. Ist ja auch alles still geworden hier. Ach, richtig. Mal sehen. Kommt eine Zwischensequenz, oder? Ja, so ziemlich. Der Himmel hat sich verändert. Echo! Ja, ich sehe. Es ist größer geworden, oder? Viel größer. Oh dear, oh dear. Aus dem Riss im Raumzeitgefüge strömt eine unfassbare Energie. Machen wir wieder an. Und der Himmel hat sich rot gefärbt. Naja, rot. Ich habe eine Nachricht vom Expeditionsleiter. Du sollst augenblicklich zu ihm kommen. Okay. Jetzt werde ich verdrescht. Oh nein. Dembuku? Das kann kein gutes Zeichen sein. Der Himmel sieht ominös aus. Ja, sehr ominös sogar. Du hast nach uns gerufen? Möchtest du die Besänftigung aller Könige und Königinnen besprechen? Nicht ganz. Auf uns wartet gerade eine wesentlich dringendere Angelegenheit. Just in der Nacht, nachdem Gecko aus dem Riss gefallen kam, schossen seltsame Blitze aus dem Himmel, die Axanto und die anderen in Rage versetzten. Aus meiner Sicht liegt es also nahe, dass zwischen dem Jungen und den Blitzen ein Zusammenhang besteht. Oh. Wer oder was bist du wirklich, Gecko? Oh nein. Oh nein. Das weiß ich nicht. Pokémon-Forscher. Pokémon-Forscher? Ich mach mal so. Ich. Warum? Oh, was sind das wieder für Antworten? Pokémon-Forscher, ich bin auf eurer Seite und alles. You know? Ja, deine Aufgaben erfüllst du gewissenhaft. Doch das ändert nichts daran, dass deine Herkunft ein Rätsel bleibt. Wenn du aus demselben Riss gekommen bist wie diese Blitze, musst du etwas mit der Rage der Könige und Königinnen zu tun haben. Wolltest du dir unser Vertrauen erschleichen, indem du sie besänftigst? Nein, so ist das nicht. Doch wozu? Was führst du als nächstes im Schilde? Gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Dembuku, was? Er führt gar nichts im Schilde. Wie kommst du nur darauf? Genau, und glaubst du denn wirklich, dass Gecko überhaupt die Macht besitzt, solch schreckliche Kräfte zu entfesseln? Könnt ihr wirklich mit absoluter Sicherheit sagen, dass er unschuldig ist? Immerhin kam er einfach so aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge gefallen. Wer kann dafür garantieren, dass er uns die Wahrheit erzählt hat? Möglicherweise ist er gar nicht der, für den er sich ausgibt. Aber das ist doch absurd. Natürlich kann keiner von uns jeden Zweifel an Gecko aus der Welt schaffen. Was? Jeden Zweifel an Gecko aus der Welt? Ja.
Ich finde das ihm gegenüber ungerecht. Was soll Gecko denn tun, um sich unser Vertrauen zu verdienen? Ganz einfach. Ich gebe ihm die Gelegenheit, sich durch eine Forschungsmission zu beweisen. Doch diese wird er nicht als Mitglied der Galaktik-Expedition bestreiten, sondern allein. Unter den Bewohnern von Jubeldorf sind viele, die dir nicht über den Weg trauen. Solange du diese Zweifel nicht aus dem Weg geräumt hast, können wir es uns nicht leisten, dich als Mitglied der Expedition zu behalten. Deshalb entlasse ich dich hiermit offiziell aus deinen Diensten, bis du erklären kannst, warum dieses Unheil über uns hereingebrochen ist. Nein, bis du es vollständig abgewendet hast und deine Unschuld überzeugend nachweisen kannst, bist du in Jubeldorf nicht mehr willkommen. Na toll. Haben wir uns verstanden, Celestis? Jawohl. Wie herzlos! Habt ihr wirklich so wenig Vertrauen in Gecko? Es nützt nichts, ihn in Schutz zu nehmen. Ich erfülle hier nur meine Pflicht als Leiter der Galaktik-Expedition. Ich erkenne an, dass du uns etliche Dienste erwiesen hast. Daher gestatte ich es, dass du das Dorf aus eigenen Stücken verlässt, anstatt gleich hier in Ketten gelegt zu werden. Okay. Hat gestimmt bei uns. Ja, du bei uns auch. Ich glaube in ganz Deutschland, oder? So ziemlich. Du wirst aus dem Dorf verbannt? Was? Warum? Die Entscheidung ist gefallen. Ich merke schon, synchronisieren tut gerade nicht so gut, aber naja. Gehen wir. Oh je. Hier entlang. Ja doch, ja doch. Oh je. Ich hab gar nichts gemacht. Der Himmel. Und Hallöchen, Blubberbläschen. Guten Abend. Wie geht's dir? Geht so, geht so. Geht so, geht so. Schon noch am Kränkeln so ein bisschen, aber... Hey, ich wollte hier unbedingt weiterspielen, ganz ehrlich. Weil... Ja, weißt du ja. Ich will's hinter mich bringen. Na, dann komm mal mit. Komm ich mal mit, so rum. Stimmt das, was die Leute sagen? Die werden hier echt rausverbannt, ne? Ist aber cool gemacht eigentlich auch. Schon ein bisschen erdrückend. Na dann. Hier müssen sich eure Wege trennen. Ich weiß. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass er in den Forschungsturm aufgenommen wurde. Daher will ich ihn persönlich zur Grasland-Basis eskortieren und seine Verbannung sicherstellen. Ich möchte ihn auch begleiten. Und ich natürlich auch. Na schön, ich gestatte es. Ah ja. Ihr seid also zur Grasland-Basis unterwegs. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Halsschmerzen. Hallo Taktiker, nur noch schon guten Abend. Und Blubberchen, oder? Kann das sein, dass das von dir war? Kann es sein? Kaum zu glauben, dass der Boss so ungerecht zu dir ist. Dass die Könige und Königin doch nur besänftigt, weil es dir aufgetragen wurde. Ganz genau, nur weil du aus dem Himmel gefallen kamst, verfügst du noch lange nicht über die Kraft, ihn komplett rot zu färben. Nicht? Aha. Vielleicht bin ich dem Himmel einfach sehr peinlich. Warum ist er rot geworden? Was? Ah, Blubberbläschen. Schön. Ja, es ist eine absurde und unwissenschaftliche Schlussfolgerung. Als Wissenschaftler muss ich diese Entscheidung deutlich kritisieren. Ich denke, ihr tätet besser daran, euch nicht weiter einzumischen. Ich werde jetzt mal normal lesen, glaube ich. Wenn ihr ebenfalls in Schwierigkeiten geratet, weil ihr Gecko in Schutz nehmt, wäre damit niemandem geholfen. Ich bin Celestis gerade, lol. Allerdings gibt es noch andere, die dir zu Dank verpflichtet sind und dir vielleicht helfen können. Diam und Perla beispielsweise. Aber ja, vielleicht können der Diamant-Clan und der Pearl-Clan dich aufnehmen. Diam und Perla sind allerdings schon wieder in ihre Siedlung zurückgekehrt. Vielleicht solltest du fürs Erste bei Tupin vorbeischauen. Er ist bestimmt wie üblich beim Baumriesenkampffeld. Mhm. Du darfst da draußen nicht sterben. Das ist ein Befehl. Ich stelle dir alles zur Verfügung, was du für deine Forschung brauchst. Die hilft uns ja. Selbst sie ist ein bisschen auf unserer Seite, wa?
Hör zu, du wirst dich daran gewöhnen müssen, den Argwohn anderer genauso zu ertragen wie ihre Bewunderung. Du hast keine Kontrolle über ihre Taten oder Gefühle. Wichtig ist, dass du deinen eigenen Werten treu bleibst. Wahre Worte. Mach ich mal so. Was wird nun aus meinem Traum, von dem ich dir damals am Strand des Aufbruchs erzählt habe? Ohne dich wird die Vervollständigung des Pokédex nie Wirklichkeit. Ach doch, doch. Ja, das ist ja mal interessant. Siehst du mal, was Celeste ist? Okay, das sind gute Worte. Bleib dir immer selbst treu, das ist echt wichtig, ja. So. Kann nicht so viele Bälle herstellen. Wie ich eigentlich wollen würde. Ja, dann wollen wir mal. Müssen wir wohl zu Topien. Faszinierend. Ja, also Blubberchen, ne? Du kamst ein paar Minuten zu spät, glaube ich, weil ich hab's vorhin ausgepackt und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Liefer von dir ist. Auch die Reaktion entnehme ich als ein Ja und dementsprechend nochmal vielen lieben Dank einfach. Du verrückte Nudel. Verstehst du, Nudel? Ha, weil Rahmen. Okay. Ist gerade schon ein bisschen spannend. Shinux, guten Tag. Hä? Ja, lol. Ist einfach voll lieb. Wirklich vielen lieben Dank. Vor allem, wie schnell warst du da? Das war, glaube ich, ein Tag auf der Liste. Hast du lieb von dir. So. Ein Bomi. Ah, die Musik bleibt jetzt dauerhaft so. Auch interessant. Aha. Okay. Also ich weiß so ein bisschen, was uns erwartet hat, weil ich habe halt geguckt, so okay, wie viele Kapitel noch und so Zeug. Dementsprechend weiß ich ungefähr jetzt ein bisschen Bescheid, ja. Habe ich mich leicht spoilern lassen. Aber ist auch nicht so schlimm. Ganz ehrlich. Ist halb so wild, weil... Ja. Ich würde es halt wirklich diese Woche einfach gerne beenden. So ist es einfach. So. Ein paar Sachen sammeln. Das sieht schon krass aus, der Himmel und so. Stimmt, das ist das Lager. Ah ja. Aha. Können wir einfach rüberfliegen. Können wir auch zu der Insel da? Will ich jetzt fast... egal. Nee, Story. Ich fokussiere mich jetzt wirklich sehr stark auf Story, so. Auch wenn ich jetzt ein bisschen neugierig bin, aber... Muss jetzt nicht. So. Vor allem jetzt will ich halt wirklich wissen, trotz alledem, was geht gleich ab. Auch wenn ich schon weiß, aber ich will es halt sehen und so. Verbannung. Verrat. Pass auf dich auf, wenn es immer geht, gell? Ja, ich weiß. Habe ich dann auch gesagt, so. Hauptsache ein bisschen halt, je nachdem, mich nicht mehr kann, ist halt rum. So ein Stündchen oder zwei. Jetzt einfach mal ganz gechillt und gemütlich und so. Und mit der Stimme, man muss ja nicht übertreiben und so, keine Ahnung. Geht schon. Kriegen wir hin. Bisschen. Pass auf. Hallo erstmal.
Du, was hast du da angerichtet? Sieh nur, wie groß der Riss jetzt ist. Blitze aus diesem gigantischen Riss könnten bestimmt jedes einzelne Pokémon Hisui in Rage versetzen. Als ich meine Raumzeit zerrissen habe, was? Ich dachte, ich hätte alle... Was? Nee, sie seien alle auf meiner Seite oder so. Keine Ahnung. Weiß schon. Das SpongeBob-Lied. Der ganze Perlclan steht gerade Kopf. Oha. Wir hätten wissen müssen, dass nichts, was vom Himmel heruntergefallen kommt, ein gutes Omen sein kann. Du brauchst deine Hilfe, gell? Bitte. Bitte. Du willst, dass ich dir helfe? Das würde ich ja gerne, aber damit könnte ich Perla große Probleme bereiten. Du hast uns sehr geholfen, als du Axanthor besänftigt hast. Ich wünschte, dafür könnte ich mich jetzt erkenntlich zeigen, aber allein vermag ich nichts zu bewirken. Vielleicht kann Yona mehr für dich tun, sie ist doch sonst auch so hilfsbereit. Du findest sie vermutlich an der Felsenbrücke. Dieser Ort scheint für sie voller Erinnerungen zu stecken. Irgendwo in den Weiten von Hisui wirst du sicher einen Platz für dich finden. Interessant. Und schon müssen wir woanders hin. Ist das jetzt so eine ewige Hin- und Herreise? Ja, von wegen halt quasi, ne? Ja, ich verstehe schon, warum so. Verbannung und jetzt suchen wir irgendwie Hilfe. Und einen neuen Ort. Bla. Ergibt Sinn. Was ist das? Also ist eigentlich nur ein Hin- und Herlaufen jetzt. Level 50. Da geht's nicht weiter? Was ist das denn? Oh Gott, wie das aussieht. Richtig kacke. Hey, Sichlor! Ja, Sichi! Hey, der hat meinen Ball einfach weggeschlagen. Ich mag den Teil der Story schon sehr, was gerade da passiert. Ja, hat was. Das ist wahrscheinlich Highlight einfach. Bisher war für mich so... Das mit Arcani Highlight. Ich glaube, das könnte jetzt auch ganz spannend werden, ja. Was kannst du endlich? Jetzt ist Maria um Himmels Willen, Alter. Was ist denn das bitte, ey, Alter, Sunny? Warum? Du warst doch... Woher kommst du jetzt? Oh Gott. Dankeschön. Gott, hab ich mich verjagt. Sensationell hier, alles sehr sensationell. Genau. Hallöchen. Wolf auch da, na sowas. Arcani ist toll, ja. Ist es ja so oder so. Aber hier gerade auch in Hisui in der Story, das war echt süß erzählt und so. Das war cool. Ja. Und war einfach auch ein bisschen anders als sonst die Abhandlungen der restlichen Könige oder Erzählweisen. Das war einfach ein bisschen anders. Ich habe gehofft, dass dann die anderen auch so sind, die Inseln, die restlichen Gebiete. Leider nicht so. Wenn man noch einfach Rache muss sein. Ja, ja. Hätte ich wissen müssen. War ja klar. Nun, Michi, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Ha. Bin ja auch gespannt, ob das jetzt wirklich noch so richtig erklärt wird, warum eigentlich der Riss da ist. Jetzt gucken wir einfach mal. Wird bestimmt irgendwie interessant. Vielleicht. Hoffentlich. Die Story von Arcani hat mich schon etwas mitgenommen beim Lesen. Es war so schön. Ja, war es halt. War wirklich echt schön erzählt. Wirklich so ein kleines Highlight. Was war das? Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Okay. So. Die Atmosphäre ist auch gerade ganz cool. Mal sehen. Ein fliegendes Garador.
Ja, ich habe davon gehört. Das ergibt... Nein, das kann Garados nicht. Warum? Warum? Es ergibt keinen Sinn einfach. Es ist vom Typ Wasserflug, also passen tut es. Nein. Ja, es ist Typ Flug, aber nein. Es kann nicht fliegen, vor allem nicht so hoch und so eine Scheiße. Deshalb ist es. Bullshit, das ist einfach nur dumm. Oh mein Gott. Nee. Das ist doof. Was ist das? War das Wasser gerade grün? Ach so. Ja, ne, dieses Garados. Fantastisch. Oh doch, es ist grün. Quasi. Und hat es auch gerade bei Carpador gesehen. Hallo, wieso kriege ich das Carpador überhaupt nicht? Ja, der leckt mich halt. Und Hallöchen, Diego. So bescheuert einfach. Man sieht's nicht mehr, ne? Ach, dieses Spiel manchmal. Dieses Spiel. Ach, Leute. Okay, alles macht jetzt grüne Wolken. Alles klar. Erztunnel. Kennen wir noch gar nicht. Okay. Wohin geht's denn da jetzt? Das ist nicht der Weg, ne? Bonera? Ja, moin. Oh Gott. Wirklich, hier funktioniert das einfach nicht. Bewegungsstörung ist so richtig. Sehr schön. Jetzt kann gerade das, wie du es doch selbst siehst, ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass man hier das Spiel als Vorbild nehmen kann, zu sagen, hey, das können Pokémon jetzt. Finde ich ein bisschen schwierig. So. Oh. Wo ist denn der Marker jetzt hin? Da hinten. Ich bin echt wo ich noch nicht war, wohl. Ein riesiges Shinux. Naja. Ich bin schon wieder vom Weg abgekommen hier. Wo bin ich denn jetzt? Oh, okay. Ach so. Was ist diese Note da? Ach so.